Und Hallöchen und zurück hier bei Let's Grusel. Wir starten noch einmal das Game und ihr seht hier doch die beiden Spielstände. Ich bin jetzt wieder allein und ich habe das Spiel gerade noch zwei, dreimal gespielt und habe für euch jetzt die Komplettlösung. Ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Und zwar sind das hier wirklich zwei verschiedene Level. Das sind nicht zwei verschiedene Maps oder doch auch gleichzeitig zwei verschiedene Maps, sondern zwei verschiedene Level. In diesem Level hier müssen wir das Boot zum Laufen bringen. Mit dem Boot kommen wir dann in dieses Level. Und in diesem Level müssen wir die fünf Kristalle finden, die ich auch schon gefunden hatte, alle fünf. Allerdings wurde ich dann von der Frau erwischt, als ich da hinlaufen wollte. Wir starten mal neu. Ich kenne jetzt natürlich den Weg schon. Deshalb wollte ich auch ein bisschen leiser sein. Deshalb ist das für mich jetzt nicht mehr ganz so. Aber ich werde versuchen, doch euch ein spannendes Spiel zu ermöglichen. Ich weiß jetzt schon genau, wo alle Dinge sind, weil diese Dinge nie den Ort verlassen, also die sind immer an derselben Stelle. Ich weiß aber noch nicht, wozu man einige Gegenstände benutzt. So. Jetzt müssen wir gleich an den Ort kommen. Ich renne mal ganz kurz. Oh, das war springen. Ich demonstriere es nochmal. Also, dieses Zeichen dürft ihr nicht aufheben. Das ist verzaubert. Sobald ihr das aufhebt, ist das Spiel vorbei. Hallo Mädchen. Ich kenne die Orte schon alle. So, ich renne hier mal kurz ein bisschen. Dann nehmen wir den Zettel. Useless Paper. Ich weiß es nicht genau, aber ich würde ja sagen, useless heißt verloren. Moment. Da ist die Hütte. In dieser Hütte finden wir dann diese. Wozu auch immer wir den Diesel brauchen. Fräulein schon wieder. Wir drehen uns mal weg und rennen mal ein wenig. Sie scheint zu wissen, dass ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Ich habe ihr Spiel durchschaut. Man kann übrigens doch nicht unendlich lange rennen, habe ich festgestellt. Man hat nur eine begrenzte Zeit, in der man rennen kann, die allerdings doch wesentlich größer ist als bei Slender. So, da ist es mir dann nicht. Bei dem Schlüssel. So. Wo bist du, Mädel? Hier kann man übrigens wunderschön schauen, wo das Mädel dann steckt. Oh, guckt mal, da ist sie. Ein Berg. Lauert es hier. Doch wir waren schneller. Flinker. Wir wussten, dass wir nicht viel Zeit hatten. Mal schauen, ob ich das jetzt in einen Rutsch durchschaffe. Wäre ja ganz lobenswert. Es hakt gerade ein wenig, habe ich das Gefühl.
so, dann läuft man nämlich hier ganz einfach weiter. Und dann sind wir ja auf dem Weg zum Boot gewesen. Und wer das Spiel schon mal gespielt hat, der wird mich ziemlich ausgelacht haben, dass ich diesen Pfad nicht gefunden habe. Dabei ist es eigentlich ganz simpel. Den verlaufe ich jetzt hier nicht. Wenn man nämlich zum Boot läuft, geht links nochmal ein Pfad nach oben. Ich bin ja auf dem Weg zum Boot, oder? Eigentlich müsste das der Weg zum Boot sein. Ja, aber ich habe den Pfad verpasst. Moment. Ich habe den Pfad geradewegs verpasst. Hier ist er. Genau. Also, in diesem Haus, wo ich gerade rein wollte, kommt man mit dem Schlüssel rein. Da ist das Öl drinne. Das Öl. Und damit kann man dann zum Boot rennen und ganz schnell wegfahren. Ich weiß nicht, ich habe das Spiel jetzt schon öfters gespielt, aber das jagt mir immer wieder einen übelsten Schrecken ein, wenn auf einmal das Geräusch kommt. Oh, Alter, ich habe gerade richtig Gänsehaut. Es ist auf jeden Fall geräuschkulissisch besser gemacht als Slender. So. Wir gehen jetzt mal ins zweite Level, wir werden dann hierher geworfen. Man sollte übrigens nicht ins Wasser gehen, man kann ins Wasser gehen, aber dann sieht man, Moment, dass das Wasser langsam dunkel wird. Und wenn man zu weit ins Wasser geht, dann taucht sie auf und findet einen. Und jetzt müssen wir die 5 Kristalle finden. Ich weiß, wo 3 Stück liegen. Ne, 4 weiß ich sogar. Wenn man ein Stück einbringen werde. Die ist jetzt natürlich gleich von Anfang an hinter uns her. Da hat uns ein bisschen Zeit gelassen. So. Es hackt gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl, das Spiel. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu schlimm sichtbar. Da hinten ist zum Beispiel der erste. Wir uns mal direkt. Mysteriöser Kristall Nummer 1. Und dann müsste es hier hoch gehen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau. Ich renne hier mal hoch. Und dann kommen wir hier auf einen ganz weiten Weg. Den müssen wir ziemlich weit langlaufen. Ich renne da jetzt mal. Ich will euch ja jetzt hier die komplette Lösung ein wenig zeigen. Dass ihr schon mal seht, wo es ist. Hier auf der Map kenne ich mich allerdings jetzt nicht so gut aus. Schön finde ich auch, dass sie hier den Sound geändert haben. Dass man halt über Holz läuft. Ich drehe mich jetzt mal nicht um, weil ich glaube, sie verfolgt uns ganz sehr ruhig. Ihr seht, hier müssen wir nochmal über so eine Brücke. Und ich glaube, man sollte hier auch nicht unbedingt runterspringen. Laufen wir mal hier hinter. Drehen uns. Ups. Naja, es hackt gerade ein bisschen, deswegen tue ich mich so extrem komisch bewegen. Und da ist Kristall Nummer 2. Ich versuche mal hier runterzukommen. Ich glaube aber nicht, dass es geht. Oh, es geht. Sind die 3 Hütten. Okay. Wir sind also schon ziemlich weit. 3 Kristalle haben wir. Oh, jetzt habe ich ganz schön extrem langsam. Ich glaube, das liegt daran, dass ich im Hintergrund noch was rendere gerade, und zwar die andere Aufnahme. Hier geht es dann zum Pentagramm. Jetzt nicht unbedingt lang gehen.
Und jetzt wird es langsam kompliziert, weil wo die anderen Kristalle sind, ich glaube, da war noch einer drin. Ich bin mir so ziemlich sicher, dass da noch einer drin war. Ich glaube, den müssen wir zum Schluss nehmen, weil ich habe das Gefühl, wir haben nur eine begrenzte Zeit. Sobald wir den fünften Kristall gefunden haben, nur eine begrenzte Zeit, bis wir es geschafft haben müssen. Und bei mir staut sich gerade das Adrenalin an. Vorhin waren wir auch zu dritt, da haben wir ein paar Jokes gemacht. Auch wenn ich gerne vorhin schon die ruhige Stimmung gehabt hätte. Aber jetzt, wenn man so alleine sitzt, ist ja alles dunkel. Mittlerweile ist es auch schon spät in der Nacht. Mal dann. Da oben wird wohl der letzte Kristall sein, ziemlich stark an. Aber ich muss das jetzt mal nachprüfen, deswegen drehe ich mal kurz weg. So, okay. Ich weiß immer noch nicht, was das Springen jetzt genau bringen soll. Nee, hier ist auch kein Kristall. Also ich weiß, dass hier in der Gegend noch einer sein muss, aber hier sind ja einige Häuser, ich weiß nicht in welchen. Natürlich waren wir vorhin schon. Ich laufe mal hier oben lang. Gehen ihre Paarungstriebe nämlich mit ihr durch. Und wir rennen mal. Ach, ich immer mit meinem Springen. Das ist der Hütte hier. Auch kein Kristall. Da! Da! Hier müssen wir hin. Oder bin ich falsch? Ne, ich glaube, ich bin richtig. Hier ist noch ein Kristall. Ich habe das Gefühl, die sind jetzt ganz nah hinter uns. Ich will mich auch ungern umdrehen, um das zu prüfen, aber ich mache es ja nochmal. Nee, okay. Nee, Quatsch, jetzt sind wir hier. Wow, 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 wow. Oh. Alter, das macht übelst Schiss, das Game, ey, ohne Mist. Das muss man selbst gezockt haben, ey. Als ich das Let's Play gesehen habe von demjenigen, hat's mir auch am Anfang fand ich es auch langweilig. Aber jetzt, wenn man das echt zockt, kriegt man echt so einen Schiss vor dem Meer. Uiuiui. Da ist die Hütte, genau. Jetzt habe ich sie gefunden. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir sind die Kuste der Mitte aus. Verständlich. Müsste hier nicht einer gewesen sein? Oder haben wir hier schon einen geholt? Ich bin mir bei den Kristallen nicht sicher, ob die Kristalle auch immer an derselben Ort, an demselben Ort sind. Aber die anderen Dinge waren definitiv immer am selben Ort. Das verwirrt mich jetzt gerade ein wenig. Ah, okay.
Also ihr habt jetzt gesehen, ich zocke jetzt nicht noch eine Runde, weil das Game macht mich fertig. Es hat echt noch kein Horror-Game geschafft, mich so fertig zu machen wie das Spiel. Oh. Also ihr habt jetzt gesehen, wie es geht. Ihr müsst dann zum Pentagon rennen und wie es danach weitergeht, weiß ich leider nicht. Ich denke mal, das werde ich auch demnächst nicht schaffen. Gehen wir nochmal die Option hier durch. Hier könnt ihr die Maus-Sensitivity nochmal ein bisschen erhöhen oder senken. Credits. Gemacht wurde das Spiel vom Lukas Jäckel. Ich hoffe, Jäckel ist richtig ausgesprochen. Der kommt aus Deutschland. Ihr habt seine E-Mail, seinen YouTube-Kanal. Ihr könnt aber auch beischauen, werde ich den jetzt auch mal machen. Hier könnt ihr das Game downloaden bei der Adresse. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich wieder ein Horror-Game-Let's Play. Tschüss.